Die Stählerne Bruderschaft, organisiert wie ein religiöser Ritterorden des Mittelalters und ausgerüstet mit fortschrittlicher Technologie, verfolgt sie ihre Mission im Ödland von Nordamerika. Als im Jahr 2077 die Bomben fielen, brachten sich die Menschen in Bunkern und Vaults in Sicherheit. Auch US Army Captain Roger Maxon, Kommandant einer Militärbasis, versuchte mit seiner Frau, seinen Männern und deren Familien, den in Zentralkalifornien gelegenen Lost Hill Bunker nahe der Stadt Mariposa zu erreichen. Aufgrund der sehr niedrigen Vorwandzeit an der Westküste schlugen aber die ersten Bomben ein, bevor sie den Bunker erreichen konnten, und seine Frau und viele weitere Menschen wurden getötet, während Maxon es in den Bunker schaffte. Hier, in der Isolation des Bunkers, gründete Roger Maxon die Stählerne Bruderschaft, definierte ihre Strukturen, legte Ziele und Aufgaben fest und nahm die Männer, die mit ihm in den Bunker fliehen konnten, in die Bruderschaft auf. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Welt in Fallout eigentlich untergehen konnte, dann schaut euch dazu gerne mein Video an, welches jetzt oben rechts in der Infokarte und auch am Ende dieses Videos sowie unten in der Beschreibung verlinkt ist. Die primäre Mission der Stählernen Bruderschaft ist das Bergen und Bewahren von Technologie. Dazu durchstreifen sie das Ödland und die Ruinen der Vorkriegsstädte und fingen damit bereits kurze Zeit nach dem Großen Krieg an, da der Bunker keine Vault war und damit auch kein jahrzehntelanges Überleben ermöglichte, ohne ihn zu verlassen. Anfangs gab es die Anweisung, sämtliche gefundene Technologie in den Lost Hill Bunker zu bringen, bis sich später weitere Ableger bildeten. Eine weitere wichtige Aufgabe von Rittern der Bruderschaft war es, Abonnenten zu gewinnen und zu bewahren. Und wenn ihr denkt, dass dieses Video würdig dazu ist, dann lasst doch jetzt unter dem Video ein Abo da. Die Bruderschaft dankt es euch. Im Laufe von 200 Jahren, also etwa bis zu der Zeit, in der Fallout 3 spielt, entwickelten sich neben dem Hauptquartier in Lost Hills im Wesentlichen drei weitere Splittergruppen der Stählernen Bruderschaft. Das in Nevada operierende Mojave-Kapitel, die Bruderschaft des Mittleren Westens mit ihrem Hauptquartier Bunker Alpha, welcher sich in der Nähe des früheren Chicagos befindet, und die Bruderschaft der Ostküste, welche ihren Hauptquartier Bunker, die sogenannte Zitadelle, in den Ruinen des Pentagon-Gebäudes in der Hauptstadt Washington DC errichtet hat. Dabei sind die Entstehungsgeschichten der einzelnen Ableger unterschiedlich. Die Bruderschaft des Mittleren Westens wurde zum Beispiel mit Luftschiffen aus Kalifornien entsandt, um Mutanten zu jagen, hat dann aber den Kontakt zum Hauptquartier verloren, strandete in der Gegend um Chicago und war gezwungen, ihren Ableger zu gründen. Vereinzelt gibt es noch kleinere Splittergruppen und Zusammenschlüsse, die sich als Angehörige der Bruderschaft sehen. Die Organisationsstruktur der Bruderschaft orientiert sich an einem religiösen Ritterorden des Mittelalters. Anders als in der Fallout-Serie gezeigt, besteht die Hierarchie aus mehr als nur drei Rängen. Die Basis bilden die Adeptenränge. Ein neuer Rekrut startet im Rang eines Anwärters und steigt über den Senior-Anwärter zum Lehrling auf. Anschließend teilt sich die Hierarchie zum einen in den Orden der Ritter und zum anderen in den Orden der Gelehrten auf. Die jeweiligen Stärken und Schwächen eines Lehrlings entscheiden dann darüber, in welchem Orden er seine Laufbahn fortsetzt. Der Orden der Gelehrten besteht aus den Wissenschaftlern und Forschern der Bruderschaft und sie analysieren gefundene Technologie und entwickeln neue Waffen und Ausrüstung. Lehrlinge, die in diesen Orden aufgenommen werden, starten als Gelehrte und können über den Senior-Gelehrten zum obersten Gelehrten aufsteigen. Der Orden der Ritter stellt die Kampfeinheiten der Stählernen Bruderschaft, weswegen Lehrlinge vor allem körperliche und mentale Fähigkeiten beweisen müssen, um im ersten Rang dieses Ordens, dem Ritter, aufgenommen zu werden. Anschließend können sie sich im Einsatz beweisen und in die Ränge Sergeant, Captain und Oberster Ritter aufsteigen. Mitglieder des Ritterordens, die sich besonders im Kampf oder Tapferkeit bewiesen haben, können zu Paladin ernannt werden, die dann die absolute Elite der Bruderschaft darstellen und eine eigene Rangfolge, nämlich Junior Paladin, Paladin und Senior Paladin, Stern Paladin
und oberster Paladin haben. Paladine, aber auch Ritter haben oft einen Knappen an ihrer Seite, welcher aus den Reihen der Lehrlinge gestellt wird. Die Anführer der Bruderschaft sind die sogenannten Ältesten. Theoretisch kann jedes Mitglied der Stählernen Bruderschaft zu einem Ältesten gewählt werden, allerdings haben Paladine die besten Chancen, dieses hohe Amt zu bekleiden. Angeführt werden die Ältesten vom sogenannten Hohen Ältesten, der meist ein Nachfahre von Roger Maxon ist. Die Ausrüstung der Bruderschaft ist sehr fortschrittlich. In den meisten Fällen nutzen ihre Soldaten Energiewaffen wie Lasergewehre oder Plasmapistolen. Außerdem sind sie neben der Enklave, einer weiteren Nachkriegsfraktion, die aus der ehemaligen US-Regierung entstand, die einzigen, die Powerrüstungen bauen, reparieren und somit effektiv nutzen können. Durch das ständige Bergen von Kriegstechnologie und deren Nutzbarmachung durch die Gelehrten erweitert sich die Ausrüstung der Bruderschaft kontinuierlich. Außerdem setzen sie sogenannte Vertibirds ein, kleine Transporthelikopter mit zwei schwenkbaren Rotoren, um schnell von A nach B zu kommen und Fracht zu transportieren. Des Weiteren besitzt die Stählerne Bruderschaft mit der Prydwen eine fliegende mobile Basis. Das als Kaserne, Hangar, Waffenplattform und Forschungslabor genutzte gepanzerte Luftschiff ermöglicht es der Bruderschaft, nahezu überall militärisch zu operieren. In Fallout 4 taucht die Prydwen nach Abschluss der Quest Wiedersehen macht Freude im Spielgebiet auf und kann auch besucht werden. Das war ein kleiner Überblick über die Stählerne Bruderschaft. Spoilerrelevante Themen und Stories habe ich bewusst weggelassen und die Stählerne Bruderschaft kommt in allen Hauptteilen der Fallout-Spielereihe vor und spielt mal mehr oder weniger eine wichtige Rolle. Wenn euch die Vorgeschichte zu Fallout interessiert, findet ihr jetzt hier das entsprechende Video dazu. Wie immer auch danke an alle Kanalmitglieder und bis zum nächsten Video, euer Pfister. Ciao.